Das Werk der Münchner Siemens AG in Tübingen-Kilchberg. An diesem Standort werden führend Getriebemotoren für alle Bereiche der industriellen Antriebstechnik entwickelt, produziert und zusammengebaut. Für Anwendungen in der Fördertechnik, der Logistik und der Automobilindustrie. Wegen Kostendruck und dem Erhalt der globalen Wettbewerbsfähigkeit wollte Siemens die Hälfte der 600 Beschäftigten entlassen und den wichtigsten Kilchberger Produktionszweig, die Getriebemotorenproduktion, ins kostengünstigere Ausland verlagern. Das Ergebnis der auf Druck der Betriebsräte und der IG Metall zustande gekommenen Verhandlungen an 15 Tagen, ein Kompromiss. Das Wichtigste, durch Kosteneinsparmaßnahmen der Mitarbeiter werden durch Digitalisierung und Modernisierung des Werks 7,8 Millionen Euro eingespart. Bis Mitte 2022 soll in Tübingen durch diese Maßnahmen und weitere, die ich dann auch gleich auflisten werde, 249 Arbeitsplätze abgebaut werden sollen. Das Wichtigste des Interessenausgleiches aber ist, das Ende des Werks ist abgewendet und Tübingen-Kilchberg bleibt insgesamt der führende Siemens-Standort für Endfertigung der Getriebemotoren, die Hauptforderung der Arbeitnehmer und Gewerkschaften. Es war uns auch natürlich von vornherein klar, wenn wir hier optimieren, digitalisieren, dass es dann auch am Ende Arbeitsplätze kostet. Nur man muss natürlich dann auch sehen, entweder behalte ich das Produkt hier in Tübingen und digitalisiere, modernisiere, um das Produkt auch günstiger herzustellen, verliere ich Arbeitsplätze oder ich verliere alles. Ein schmerzhafter, aber überlebenswichtiger Kompromiss. Denn zu Beginn der von der Arbeitnehmerseite initiierten Verhandlungen zeigten die Arbeitgeber wenig Entgegenkommen. In der Zwischenzeit muss ich wirklich den Betriebsräten hier am Standort ein ganz, ganz großes Kompliment aussprechen, weil ständig mit diesem Druck der Abbauzahl von 337 im Nacken dann auch wirklich hier massiv in harte Verhandlungen zu gehen, immer mit dem Damoklesschwert, machen Sie es oder machen Sie es nicht. Die haben immer wieder ihre Vorhaben verteidigt, warum sie die Verlagerung machen wollen. Zu hohe Verluste in Tübingen müssen dann irgendwie kompensiert werden. Und ihrer Ansicht nach war die Kompensation nur möglich, wenn sie dann die Arbeitsplätze nach Moernitsche verlagern. In der Folge hielt die Verhandlungsgruppe aus 5 Standortbetriebsräten und einer Beratergruppe der IG Metall aus Berlin dagegen und legte eigene Kosteneinsparungsvorschläge vor. Haben wir dann gesagt, dass wir hier in Tübingen ziemlich vieles versäumt haben in den letzten Jahren. In der Frage der Optimierung, in der Frage der Digitalisierung. Wenn Siemens ständig von Digitalisierung redet, haben sie vielleicht in anderen Werken sehr viel vorangetrieben, aber hier in Tübingen war leider in den letzten Jahren überhaupt nichts. Am Ende können die Arbeitnehmervertreter mit Hilfe interner und externer Digitalisierungsexperten Einsparungsmöglichkeiten von 7,8 Millionen Euro vorlegen. Genug, um Siemens letztlich vom grundsätzlichen Erhalt des Tübinger Werks zu überzeugen und vom Erhalt von rund 300 Arbeitsplätzen.